Leute, und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht's weiter mit der 5M-Reihe. Und zwar habe ich heute einen Kassenausraub-Script für euren Server. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns das gute Stück einfach mal an. Und ja, wir haben das Ganze dann auch hier am Start. Ja, hier können wir dann einfach mit dem Auge, wir brauchen natürlich Oxlib, muss installiert sein, ansonsten können wir das Ganze hier nicht machen. Und hier können wir jetzt die Kasse ausrauben. Natürlich ist es jetzt fehlgeschlagen und nun müssen wir eine gewisse Zeit halt warten, bis wir die Kasse erneut ausrauben können. Ja, das können wir halt alles einstellen. So, wir probieren es nochmal. Wieder fehlgeschlagen. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze so einzustellen, dass wir nicht immer einen so Gewinn rausziehen. Jetzt haben wir zum Beispiel Kohle bekommen. Und auch wenn wir das jetzt wieder gemacht haben oder nochmal machen würden, dann müssen wir noch natürlich eine Zeit lang warten. Ja. So, ich würde sagen, wir gucken uns nochmal die Einstellungen an und kommen auch direkt zur Installation. Link wie immer unten in der Videobeschreibung, einfach runterladen, einmal auspacken und wenn noch minus Main oder Master hinterstehen sollte, so das muss natürlich entfernt werden. Kopieren wir uns hier den Ordnernamen schon mal raus und gehen dann in den Resource-Ordner. Und wenn wir dann hier angekommen sind, dann ziehen wir einfach diesen Ordner in diesen Resource-Ordner. Und gehen dann zurück, gehen in die Server-CFG und müssen das Ganze hier noch starten, speichern und schließen. Jetzt müssen wir nur noch den Server neu starten und wir haben das Script erfolgreich installiert. So, wir gucken uns nochmal die Config an. Die haben wir dann hier und hier können wir das Ganze einfach mal gucken. Hier können wir die Sprachen halt ändern. Ja. Hier haben wir das so Ganze für Deutsch, Englisch und so weiter und so fort. Und ja, mehr können wir auch hier in der Config halt nicht machen. Deswegen gehen wir gleich rüber in die Server.lua. Und hier können wir halt einiges mehr machen. Und zwar hier haben wir den Cooldown. Ja, so den könnt ihr halt verändern. Somit passt ja auch die Zeit an, wann der Spieler dann erneut wieder so die Kasse ausrauben kann. Hier haben wir das Random Match, wie so erfolgreich wir sind, ja. Wenn wir das jetzt höher schrauben, haben wir natürlich eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass wir erfolgreich mit dem Raub sind. Und hier könnt ihr das Geld einstellen, was der Spieler dann bekommt. Das heißt, zwischen 50 und 400 kann er jetzt bekommen. Stellt ihr das hier auch auf 400, so dann ist das Random Match halt immer 400. Und ja, genau, mehr ist auch nicht einzustellen. Ja, wenn ihr es geändert habt, dann einfach speichern und wieder hochladen, ne? Gut Leute, falls euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst doch wie immer einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein und ciao ciao. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and be